Hallo, ich heiße Lavinia und zeige euch heute, wie man einen Hochdruck macht. Dazu braucht man folgende Materialien. Eine leere Getränkepackung, die man durchschneidet. Ein Farbroller, einen alten Kugelschreiber, Farbe und eine Unterlage. Man überlegt sich ein Motiv und zeichnet es mit vollem Druck auf die Folie. Oops. Go on, it's cool. Do an abstract cut. Yeah. Stripes. And it sits somewhere on a table or so, so make a line. Okay. Man sieht deutlich, wie stark es mit dem Stift aufgedrückt ist. Jetzt schneidet man die Druckplatte aus. So sieht es später aus. Jetzt trägt man die Farbe auf die Druckplatte auf. Jetzt nehme ich die Druckplatte und lege sie verkehrt herum auf das Stück Papier. Ich nehme die Pappe und drücke es fest an. Jetzt nehme ich die Pappe ab und gucke, ob etwas geworden ist. Wenn man Acrylfarbe benutzt beim Drucken, muss man sich ganz doll beeilen, sonst klebt die Farbe an dem Papier fest.